Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Spay King's Bounty 2 mit dem wunderbar explodierenden. Ja, im Hintergrund ist sie jetzt gerade erst, dass da hinten Lava rumspritzt, so ein bisschen. So, gerade wenn ich es mal hinhalt, jetzt so ein bisschen über den Kopf. Da, sie guckt immer wieder bis hoch, ist aber recht schüchtern und geht dann wieder nach unten. So schnell kann es gehen. Okay, es gibt hier noch ein paar Sachen zu machen, denn mittlerweile haben wir doch ein bisschen was wieder geräumt von den ganzen Quests. Wir können nämlich hier ein bisschen was aufräumen. Zum einen eventuell die Prüfung machen. Also ne, dann müssten wir hier unten wieder rein. Ne, machen wir nicht. Wir suchen Yvonne. Die wäre noch etwas. Und danach können wir zum Paladinus gehen und die zweite Ampulle erzählen, was damit passiert ist. Nebenbei noch kurz zur Taverne gehen. Und danach können wir es auch nach da unten machen. Weil das wäre nämlich natürlich auch noch was. Den letzten Schatz finden. Erneuerung der Schöpfung finden. Die Verzauberung müssen wir auch noch machen. Und wir müssen immer noch hier einen Kampf bestreiten. Wir müssen immer noch einen Kampf bestreiten, vor dem ich mich natürlich jetzt die ganze Zeit schon mal gedrückt habe. Einfach nur, weil ich es kann. Einfach nur, weil ich es kann. Hä? An immobilization spell. Why do I get the feeling this was a man's work? I should take a look around. Warum von einem Mann? Warum von einem Mann? Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. A mana potion. Popular with young mages. Aha, okay. Dann haben wir hier auch noch was anderes. Oh, erstmal natürlich Bürgerschuhe. Die sind ganz wichtig für uns. Und wir haben hier noch 70 Führung erlangt. Nice. Und auf einen können wir nicht. Aber das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Das gefällt mir. Das gefällt mir doch sehr. Okay. Die Mana Potion. Vielleicht kann man ihr das jetzt verabreichen. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher. An immobilization spell. Okay, immer noch nicht. Moment. Jetzt bin ich gerade selber etwas betüdelt. Seht euch um. Ah, stimmt, da war was. Jovanna, mein Herz, ich werde für einige Tage fortgehen. Es wird eine anspruchsvolle Reise für mich werden und unglücklicherweise darf ich dir nichts Genaueres darüber sagen. Ich würde dich zu gerne vor meinem Abreisen noch einmal treffen am gewohnten Ort. Gut. Mein Schatz, ich wünschte, ich würde dich nicht aus meinem Arm freigeben müssen. Kurances. Looks like someone named Kurances is behind all this. Na gut, der ist wahrscheinlich jetzt innen drin. Natürlich ist der innen drin. Natürlich ist der, muss jetzt ja innen drin sein. Pferdchen kommen aus der Mauer rausgeschossen. Das ist wichtig. Wenn das Pferdchen nicht aus der Mauer rauskommt, dann stimmt irgendetwas nicht. Dann stimmt das ganz gewaltig nicht. Bam, 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 bam. Der Eingang war, glaube ich, da hinten irgendwo. Ich würde mal sagen, yep, da hinten ist er. Gucken wir mal, ob wir den Pappenheimer irgendwie finden können. Kann ich angehen hier. Das arme Mädel hier einfach so draußen stehen zu lassen. Macht man doch nicht, das macht man doch einfach nicht. Und dass es auch keiner mitbekommt, ist auch etwas merkwürdig. Außerhalb der Mauer wird Magie geübt und es geht keiner mit. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was bist du? Du bist es also. Du bist es hier. Rieche mein Pferd. Ah, absteigen. Dann müssen wir es halt so machen. Meine Güte, komm mal her. Eager to boost your power? Enhance your self-esteem and efficiency, reach new heights. Magic has everything you need. Do people really buy into this? Where can I find the mage Kurances? Ah, I see. His house is to the left of the tower, overlooking the main square. Thank you. Wenn schon mal dabei sind, handeln. Raus mit dem ganzen Bündel, brauchen wir es nicht. Stimmt, vergleichen. Nein, immer noch Führung ist gut. Immer noch ist Führung das, was ich gerne haben möchte. Das passt soweit. Jetzt ist natürlich das Pferd auch wieder weg. Ah, ihr macht mich fertig. Armeetechnisch bis auf einen Untoter haben wir alles. Ich habe auch eine Sache hier. Eventuell noch einen weiteren Untoten zu bekommen. Da will ich jetzt nicht Nein dazu sagen. Was kriege ich denn bei dir eigentlich? Nichts. Ich wollte gerade sagen, Evert. Lass uns mal reden. Lass uns doch mal reden hier. Okay, dann gehen wir halt darüber. Dann gehen wir halt darüber, was soll's. Auf zum Magiertürmchen.
Den Turm in Ehren kann niemand verwehren. Muss ich da? Ich glaube, ich muss da runter, oder? Yep, ich muss da runter. Okay. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ich habe wichtige Dinge zu tun. Du schaust mir ziemlich verwoben aus. I can't speak right now. I can barely move, see? There's so much to do. I stumbled upon a girl in the woods. She was bound by a spell. Ah, Yvonne. It's totally harmless. She won't even age while she's frozen there. Her beauty awaits me. You know, Carances, I've met possessive people before, but this is a whole new level. I was frightened. I worried that she'd leave me if she was free to. Either I incinerate you here and now, or you tell me how to lift the spell. You have 3 seconds to decide. Just stand before her and speak the word care aloud. She'll become animate again at once. Listen, life has been hard on me of late. Perhaps I shouldn't have done it, but I feel as though I'm barely alive right now. We were casting the spell for several days straight, pouring mana all over the quarantine dome over Montpatri. Please, I want to apologize. Bring this unwilting bouquet to Yvonne. I enchanted it for her. Will you do this for me? Ich weiß nicht. Komm, was soll's, was soll's. Despite my vast knowledge and rich stock of Logoi, I cannot express my gratitude. Well, that's just too bad. I'll visit her once I feel a bit better. Na gut, wenn's denn sein muss, wenn es sein muss, dann machen wir halt quasi. Ja, wir können halt nicht außen rumlaufen, das ist halt echt. Komm her, Pferdchen. Wir reiten von dannen. Dieser Weg drumherum ist halt immer wirklich das Nervigste überhaupt. Aber sowas von. Dann müssen wir wieder auf die andere Seite, wobei ich glaube, vielleicht können wir uns sogar porten. Das wäre unter Umständen vielleicht wirklich sogar ein bisschen besser. Ja, muss ich mir nochmal angucken. Ob vielleicht porten die bessere Entscheidung ist, als hier durch die Gegend zu galoppieren. Also für die jetzt da unten ja, aber um auf die andere Seite zu kommen. Weil theoretisch müsste es da ja auch so ein Portstein geben. Das ist eben um einiges einfacher macht. Jetzt sage ich sie gar nichts mehr. Pferdchen, Pferdchen. Das Pferdchen habe ich angeschmissen. Wunderbar. Immer der Nase nach. Funktioniert immer. Dann einmal hier durch die Pütze durch. Das gefällt dir bestimmt auch, aber sowas von. Und runter mit uns. Endstation. Liebe Leinchen. Care. It's all right now. What happened? Your sweetheart put a tiny little spell on you. You've been under its effects for several days. Oh, by the gods, my head is spinning like a top. Oh. He asked me to give you this bouquet. What? Flowers? He understands. Why would I want his apologies? He treats me as his property. Like I'm an amusing plaything. Ugh. He casts a spell on me and violates my person. Then all he does is apologize. Mei, kann man nichts machen. Viel Spaß mit deinem anderen. So wie zu dem Thema. Nein, das ist natürlich böse, Und mehr sage ich zu dem Thema einfach auch nicht. Passt schon. Das ist was. Ein lebendiges Spielzeug. Muss nicht sein, Bin ich denn? Aber wir haben andere Dinge noch zu tun. Aber irgendwie. Hier ist es eigentlich. Ernsthaft, hier ist was. Oh, Tatsache. Hier war noch eine Kleinigkeit. So. Es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt rumporte oder. Naja, fast.
bedingt macht es Unterschied. Vielleicht bin ich dann so ein paar Millisekunden schneller, also können wir es ja machen. Weil der Port diesbezüglich sollte hier oben sein. Yep, der ist hier oben, das passt soweit. Nein, mit uns. Heute und dorthin. Wunderbar. Schuben nochmal. Schuben nochmal, hat er gesagt. Okay, dann sagen wir, wir müssen einmal hier reingehen. Definitiv, yep. Zur Bar zurückgehen. Doch, was soll ich denn da dazu? Die Frage ist nur, wer warst du denn? Du warst es. Au, ja, er, Hallöchen. He commanded a disciple from the tower to pour enchanted water down onto your village. The water contained a dark magic that nourished the necromancer's spirit, something deadly for humans. That's what poisoned the villagers. But why did this ghost want to harm our village? What did we ever do to him? There's no why to it. The mages would have noticed the spirit and banished it at once. You didn't sense his presence, however, so he latched onto you like a tick. What now? Will this entity feed on our strength until we all wither away to empty husks? Who knows? The spirit's power is contained within a certain artifact. Destroy the artifact and your life force will return. Too bad I don't know where it is. Oh, why did I get tangled up in all this? There's no hope left for us. If someone could find that wretched spirit and bring it to justice. The entire village is dying and no one cares. How is that possible? We, you work for the prince, don't you? Help us. Amanda said the artifact had been dug up from those crypts on the other side of the bridge. Könnte ich alleine irgendwas machen? Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Ah, gut, was ist es hier? Susans antike Grab. Okay, also nochmal zurückgehen. So viel zu dem Thema. Na ja, gut, jetzt gehen wir erstmal zum Palatinus zurück. Sagen ihm Bescheid und danach gehen wir nochmal und schauen halt uns das Relikt an. Ich meine, wir brauchen ja die Level und die Erfahrung da alles, aber es ist einfach nur etwas, ja, ungünstig, sagen wir es mal so. Did you find them? Did you get the retort? Worry not, Palatinus. The retort is still in the maid factory. Ador knocked it out of Ursula's hands. Oh no. It fell on the floor then. That's even worse. The retort may have been damaged. If so, the poison will start seeping out and spread around the mage factory. And then, who knows how many more people will go mad from breathing in its miasma. The widow's kiss has already destroyed the mage factory. You overestimate the potency of your poison, Palatinus. It wasn't the cause of the disaster. Besides, you might as well retrieve the retort yourself. You have a whole swarm of spirits at your disposal. Take advantage of them, like you did of Ador. I can't. No one can. The mage factory is quarantined by Kaythorn's magic and a whole army of mages. Besides, I can't even remember how to get to the mage factory. My mind's on fire. I need to neutralize the poison, and quickly. But how can I do that with the widow's kiss still inside the mage factory? Find the retort and your reward will be generous. You have my word. Ah, Junge. Junge, ernsthaft? Du machst mich fertig. Wo ist eigentlich? Ach, die ist da hinten. Ah, okay, okay, die ist da hinten. Da werden wir nicht so schnell hinkommen. Das ist auf jeden Fall nicht. Das gehen wir aber hier noch da oben nach hinten. Und gucken auch, dass wir uns quasi noch ein. Vielleicht einen weiteren Zombie oder einen Geist oder sowas noch mitholen können. Aber mit 70 mehr Punkten, ja, vielleicht reicht's aus. Vielleicht reicht's aus. Dass wir noch etwas anstellen können damit. Okay, auf zur Ruckelparty. Das sind meines Erachtens aus einer Ruckelparty. Verschwindet, Vögel, verschwindet. Dann schauen wir doch mal. Sind wir hier richtig in der antiken Gruft? Okay, M für Map. Theoretisch ja, da hinten rum. Ja, das scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Warum ist
Die FPS auch so elendig schlecht hier hinten. Spiel, benehme dich. So, hier. Du hast nichts dabei, was uns gerade helfen würde. Definitiv nicht. Okay, schade. Todesritter? Das ist natürlich auch was, aber mit den normalen kommen wir noch relativ gut zurecht. Ja, jetzt müssen wir dahin, wo das Gezappele ist. Ganz toll. Genau das, was ich schon immer haben wollte. A mummy. Is this what I need? Ich sage jetzt mal ja. Oh! Hallöchen, dich kennen wir doch. Dich kennen wir doch. Mummy Spirit, reveal your name. My name was Melino. It does not matter now, however. What do you want from me? I'm aware that you want a certain artifact returned to you. Yes. And yet, I don't see the blazing scroll on you. Well, at least now I know what I need to search for. Is there any way you could see that blazing scroll? I can sense it, but I can't retrieve it. The mages buried the scroll and enchanted the place to ward off the undead. You can help me. Wait. Let me gaze upon it once more. Wait. Was? Ach, ernsthaft. Oh, ihr macht mich alle fertig. Ihr macht mich echt alle fertig. Suche den Markt, erkunde die Burg. Sprecht mit Bernhard. Ach, komm, was soll's. Wir gehen jetzt kämpfen. Was soll's. Zu lange sind wir schon hier unten. Zu lange haben wir nicht gekämpft. Also wird's Zeit. Den machen wir platt diesmal. Mit allen besseren Einheiten sollten wir quasi den Halunken in der, sag's mal, in der Mini-Garnison niederwalzen können. Also hier müssen wir eh wieder hin später mal. Also von dem her passt es schon. So. Auf ins Prügellager. Und dann geht's auch nach unten. Ich glaube, nach da muss ich hin, oder? Bin ich da richtig? Ihr habt definitiv nach da unten. Möge der epische Kampf dann beginnen. In der Hoffnung, dass wir es natürlich diesmal schaffen, aber ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Level dazu bekommen seit dem letzten Mal. Das sollte jetzt im Bereich unserer Möglichkeiten liegen. Wenn nicht, würde ich mir nämlich ernsthaft die Sorgen jetzt machen. Ja, nur normale Leute. Außer die hier. Die sind etwas böse, die Ritter, aber ich glaube, wir haben welche. Ich glaube, wir nehmen das. Das kriegen wir schnell. So, durch den Bauch. Das sind auch welche, das sind auch welche. Wir können euch einmal so lassen, das passt schon bereits. Allein die schienen schon heftige Natur. Naja, macht nur, alles gut. Au! Ich werde nichts sagen, aber au! Die sind die einzigen, die ihr treffen könnt. Macht nichts. Ist auch nicht dann gegen Ritter. Giftet dann gegen Ritter, sind genauso gut. Und dann bewegt euch noch bitte nach da hinten hin. Ja. Das passt soweit schon mal. Au! Ey! Moment, Moment, Moment. Also mindestens genauso böse. Feuerpfalle. Die Ritter werden einfach zergehen. So schaut's aus. Sie werden zergehen, werden die. Können noch so viel Heino machen und tun, wie sie wollen. Okay. Dann sagen wir mal, wir haben noch ein paar Anwendungen, würde ich mal sagen. Steinhaut. Nehmen goldene Steinhaut. Machen wir auf jeden Fall. Auf euch hier drauf. Ganz, ganz wichtig. Rüstung. Und danach sagen wir... Hier bitte, ihr werdet wahnsinnig und... Okay, ihr werdet nicht wahnsinnig, so wie es ausschaut. Ich schaut es noch von hier aus aus. Ihr könnt immer noch kein... Ihr könnt nicht mal die sehen. Willst du mich vergackeiern? Aber die seht ihr auf einmal. Okay. Dieses Gelände ergibt für mich keinen Sinn.
Muss ich mal sagen, es ergibt echt gar keinen Sinn. So, ich kann. Willst du mich verkackeiern? Warum kann ich hier nicht angreifen? Hier rühren? Wir stehen uns gegenüber. Wir stehen uns gegenüber. Warum geht das hier nicht? Das verstehe, wer will. Das verstehe gerade echt, wer will. Für zwei Runden Rüstung, okay. Passt soweit, passt soweit. Mehr geht auch nicht. Ich weiß nicht, ob die einen Schutzschild haben oder sonst irgendwas. Also auf jeden Fall. Es ergibt für mich einfach keinen Sinn. Also wie das da hinten. Gibt genauso wenig Sinn für mich. Warum seht ihr denn niemanden? Das gibt's doch gerade. Wie könnt ihr denn niemanden sehen von denen? Gerade die, worauf es ankommt. Hier, die stehen doch eigentlich vor ihnen dran und es geht trotzdem nicht ab. Aber die da oben treffen wiederum alles. Ah. Gut, dass ihr verspottet habt. Ah, und die sind schon mal weg. Danke auch fürs Gespräch. Und hoffentlich dürfen wir jetzt richtig angreifen, weil langsam. Ah. Zwei Runden nichts machen können, ist schon echt böse. Jetzt, Dankeschön. Endlich. Wahnsinn, wunderbar. Das war ein Wahnsinn, greift euch gegenseitig an. Das ist mir gerade Jacke wie Hose. Irgendwie kriegt ihr das schon hin. Feuerstrahl, natürlich. Lasst sie verbrennen. Lasst sie sowas von verbrennen. Ihr geht nach darüber, das passt soweit. Ihr hier. Richtig jetzt immensen Schaden bei denen wieder an. Einen. Besser als gar nichts an der Stelle. Besser als gar nichts. Ah, die können da nicht mehr angreifen. Das ist natürlich noch besser. Wenn ich mal angreifen könnte, sage ich nicht nein dazu. So, dankeschön. Komm schon, welche Mörder schießt. Ja! Wunderbar, das gefällt mir, das gefällt mir. Ihr seid so gut weg vom Fenster. Ich wollte gerade sagen, bitte lasst meine Leute in Ruhe. Bitte lasst meine Leute in Ruhe, aber es sieht zumindest schon mal gut aus, dass wir die Chance haben zu gewinnen. Ja, das war teilweise schon klar, dass da nichts Großes bei rauskommen kann. Ich möchte bitte, wenn wir zaubern können. Einmal Feuer da hinten. Das passt schon mal. Zwei Verbrennungen. Dann einmal nochmal feuern. Um auf Nummer sicher zu gehen. Es ist nie verkehrt, sie quasi ziemlich schnell auszurotten da hinten. Na, wir verbrennen nach und nach. Nochmal zwei. Und dann kann es mit den Skeletten gewesen sein. Eventuell. Aber ich meine, es gibt noch bessere. Es gibt ja in dem Sinne noch bessere. 119 und ein Toter. Das sind auch ein Toter. Puh, die hier. Sag ich nicht nein dazu. Puh, 1 gegen 1 austauschen. Ja, was soll's. Komm, was soll's. Hauptsache, die sind weg vom Fenster. Und bei euch hier, ja, auch nochmal hier angreifen. Wenn ihr sonst angreifen könnt, dann macht es auch. Aber die sind auch weg. Die sind sowas von auch weg. So, also, zumindest das freie Bahn nach hinten. Au. Au. Böse, einfach nur böse. Und ich bete darum, zwei Stück wegschießen. Yep. Und nochmal drei Stück weg. Ja, nimmt nur einen weg vom Fenster, das passt schon. Und die brauche ich eh nicht mehr. Alles gut soweit. Okay, wenn ihr Suizid-Attacke machen wollt, lieben gerne.
Dürfte natürlich ihm gerne machen. Eins zurück. Und Attacke, Feuer frei. Schon mal einer weg vom Fenster. Definitiv einen Mega-Angriff machen. Einer weg vom Fenster, aber auch zwei von denen. Zwei sogar. Das ist gut, das ist schon mehr sehr gut. Ja, doch. Jetzt halt, ouch, gerne jeder. Was soll denn das werden? Au. Sag mal hier. Ihr zwei da hinten, weg. Einfach mal weg vom Fenster. Dankeschön. Und den einen machen wir auch noch vorhin fertig. Der hat ein bisschen zu viel von meinen Leuten getötet, aber zum Glück lauter Einser bloß. Zum Glück lauter Level 1er. Verbrennungen sind egal. Natürlich weiter angreifen. Leider keiner draufgekommen bei der Aktion. Wäre schön gewesen. Wäre schön gewesen. Oh ja, ihr bitte auch noch. Das müsste doch jetzt eigentlich gehen, oder? Wir sind überhalb von denen. Ja, yep, funktioniert. Ja, leider nicht alle draufgegangen, aber das wird's gewesen sein. Das ist zumindest mal ein Sieg. Seit langem mal wieder. So, halten für Reparatur. Oh, ja, doch, bei dem Level-Up wäre es nicht schlecht. Kann man lassen, kann man lassen. Concede, you win. Listen, I'm about to repeat my question. Who is your master? I don't know his name. It's some fop from the Gien Sallow. I lost a card game and ended up deep in debt, like a pathetic peasant. I thought I would be okay. But my creditor is an expert at intrigue. He knew just how to press me. Can you back up this sorry tale? I have this letter. I thought it would help if his friends decided to get rid of me. I didn't even know who they were after, but I didn't have any choice in the matter. I was doomed to help them, regardless. Na, danke auch fürs Gespräch. He can't escape from us. Finde ich gut. Hold your tongue. Ritterhelm sogar? Oh yeah. Our master awaits you. Yep, der wird seinen Spaß dann hier haben. Aber erstmal, nachdem wir jetzt so hart gekämpft haben, erstmal gucken, was wir jetzt noch bekommen. Goldglöckchen, wunderbar. Vielleicht hier und dort noch eine Kleinigkeit. Ich wäre nicht abgeneigt. Vielleicht hier irgendetwas. Ja, natürlich. Eine Schmiede hat eine Puppe. Ich nehme sie. Irgendjemand wird schon Geld dafür bezahlen. Es gibt immer jemanden, der ein Püppchen braucht. Ist da irgendwas da? Ne, ist das nichts. Ist auch nichts. Schade. Ah, das schöne Eck. Ja, natürlich Bücher, war klar. Die Chroniken des Maximus. Bin gespannt, ob wir wirklich alle finden werden. Oder nicht. Gold. Oh, nice. Zauberrolle schwächen. Ja, davon soll ich auch mal ein paar mehr durch die Gegend schmeißen. Oh, aber ich werde es wahrscheinlich eh wieder vergessen. Goldene Spielzeug. Meine Güte, habe ich jetzt bei den Schachbrett zusammen so viele goldene Figuren, wie ich schon eingesammelt habe. Achso. Ah, ich bin zum Teil auch gerade gewohnt, dass man überall runterfallen kann. Hier leider nicht. Oder vielleicht zum Glück nicht, je nachdem wie man sieht. Stadtkarte, wunderbar. Das heißt, ich habe nun hier alles. Hier oben, vielleicht da noch. Nope. Der Bereich ist quasi abgefrühstückt. Wenn dann vielleicht noch hier unten, aber ich glaube, das habe ich schon. Ja. Die Toiletten und alles andere habe ich bereits hier unten abgegangen. Nein, noch nicht. Noch nicht. Okay, dann werde ich nochmal kurz rüber gucken. Eieiei.
In manche Richtung darf ich echt nicht gucken, sonst kriegt das Spiel einen halben Koller, kriegt es dann. Ja, selber Schuld. Selber Schuld an der Stelle, okay. Das heißt so viel wie, die Mission ist gemacht. Schatz finden ist irgendwo da hinten und da unten. Die Zepter sind alle auf einer Ebene. Mit dem Besitzer des Salons sprechen. Okay. Kommen wir wieder zurück in die Hauptstadt und schauen mal, was wir da so quasi machen können. Aber das in der nächsten Folge. Bis dahin hoffe ich, hat viel Spaß beim Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr da natürlich mit dabei sein könntet. Macht's gut und wie immer. Tschüss alle.